Die Bundesliga, ja, sie hat uns wieder. Die 27. Runde ist vorbei und der, ja, wie kann man sagen, die Stürmer Oliver Lederer, die haben sich nicht so ausgezeichnet. Hallo und herzlich willkommen bei uns hier im Krone.tv-Studio in der Bundesliga-Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Stürmer haben ein bisschen Ladehemmung zurzeit. Auch die Verteidiger, alles, es war keine trefferreiche Runde, kann man so sagen. Du warst ja selber Spieler in der Bundesliga, du warst Trainer in der Bundesliga, du bist jetzt beim FCM Dreiskirchen in der dritten Liga Trainer. Wie verfolgst du die Bundesliga so? Taugt es dir, dass sie endlich wieder begonnen hat? Ein paar Runden sind ja schon gespielt, der erste Durchgang, Qualifikation und in der Meistergruppe. Ja schon, ich glaube, mir geht es wie allen anderen Fußballfans. Ich bin froh, dass es wieder losgegangen ist. Auch wenn die Zuschauer vielleicht jetzt noch draußen bleiben müssen, das macht es ein bisschen schwieriger zum Zuschauen. Aber wir sind froh. Ich glaube, wir sind alle froh, dass die Kugel wieder rollt. Wir haben vorher noch gescherzt, so können wir wenigstens die Stadien nicht leer spielen, ne? Wenn sie schon keine Zuschauer haben. Ne? So ist das. Ein bisschen ein Resümee über die 27. Runde würde ich gerne von dir jetzt einmal haben, aber bitte nicht zu viel verraten. Ist schwierig. Das reicht schon. Okay? Ja, schwierig, ja, nein, es ist, war spannend. Dorflaute war, das so viel können wir, glaube ich, verraten. Und trotzdem, das schicke ich schon vorweg mit dem SK Rapid, der große Gewinner der Runde. Kann man eigentlich sagen, eine Torflaute? Ich würde vielleicht sogar sagen, ich meine, du bist Trainer jetzt, wie würdest du das sagen? Würdest du eher sagen, die Torleute haben überragend gehalten oder würdest du eher sagen, die Stürmer haben auslassen? Also eine Mischung aus beiden, wie wir dann in den folgenden Spielen sehen werden, dass die Torleute tatsächlich zum Teil hervorragende Leistungen gezeigt haben, aber die Angreifer haben es den Torhütern dann auch in der Regel nicht so schwierig gemacht. Ein paar Szenen haben wir uns ja schon angeschaut vorab. Was würdest du deinen Stürmern dann unterm Spiel oder nach dem Spiel sagen, wenn sie solche Möglichkeiten vergeben? Naja, ich tue mir immer schwer mit der, was sage ich meinen Spielern, ich habe selber nicht ganz so viele Tore gemacht, also gar keins. Von daher tue ich mir schwer, aber ich glaube, das ist so der berühmte Knopf, der dann aufgeht und der Einzige, der jetzt tatsächlich regelmäßig trifft, ist Taxi Funtas, der hat sein Glück gefunden. Ja, ja. Aber es gibt noch jemanden, der regelmäßig trifft. Schon. Eigentlich mehrere. Es gibt doch einige, ja, weiß man beim WRC. Wobei man jetzt diese Floskel dann nicht nochmal bemühen wird, schon weiß man bitte. Aber er ist natürlich einer, der sehr, sehr, sehr viel trifft und regelmäßig trifft. Aber in der Runde haben einige ausgelassen. Dacker zum Beispiel ist auch so ein Kandidat. Fangen wir gleich an mit den Salzburgern. Die Salzburger waren beim WRC zu Gast. Dacker zu Beginn nur auf der Ersatzbank. Aber eines kann man schon sagen, in den Spielen zuvor, in den 26 Runden zuvor, dieser Salzburg Express, der hat eigentlich alles überrollt, was nur zum Überrollen geht, oder? Es sind 90 Tore geschossen in 26 Spielen. Hut ab, kann man da gar nicht mehr sagen. Kapperl auf. Ja. Ja, sie sind in gewohnter Manier, muss man dann aber doch auch schon wieder fast sagen, durch die Liga gerollt und haben anfänglich, also im Cupspiel gegen Lustenau und auch in der ersten Runde gegen Rapid noch, gar nicht so rund gewirkt, aber dann sind sie ins Rollen gekommen und ja, mittlerweile wirken sie schon wieder fast unaufhaltsam. Ins Rollen gekommen. 16 Volltreffer haben sie in diesen 4 Spielen erzielt. Jetzt ist es gegen den WRC gegangen und vor allem in den Anfangsminuten waren sie immer bärenstark. Da haben sie getroffen und getroffen und getroffen und wir schauen uns jetzt einmal an, gemeinsam, wie es beim WRC ausgeschaut hat, ob die Salzburger schon zu Beginn diese Partie entschieden haben oder ob es dann spannend geblieben ist. Aber wir schauen uns das einmal an. Jetzt dieses Spiel, die erste Möglichkeit, gleich die Salzburger Standardsituation. Ja, war schon so ein typisches Beispiel. Also sie hätten schon sehr früh in Führung gehen können, aber da hat man auch gesehen, Kofler ist richtig Glänzen gestanden, ja, zum ersten Mal. Ja, aber hat es mir aber Onguene ja sehr, sehr einfach gemacht. Nächste Möglichkeit, Ramaljo. Dieses Mal nicht richtig gestanden, richtig gefallen, sehr gut pariert. Den hat er sehr gut gehalten. Also Ramaljo macht da nicht vieles falsch und den hat Kofler tatsächlich richtig gut gehalten. Aber man sieht auch schon in den ersten 3 Situationen in diesem Spiel jetzt alle Standards. Da jetzt Jeng mit dem Fallrückzieher, wo Stankovic auch nicht gerade sattelfest war, da war Weißmann wieder da mit dem Oberschenkel. Ja, Ramaljo klärt in höchster Not, aber Stankovic hätte da nicht rauskommen müssen, glaube ich. Nächster Standard. Also aus dem Spiel hat nicht wirklich viel funktioniert, oder? Ja, sie haben sich beide ganz gut kontrolliert in diesem Spiel. Also es waren beide Mannschaften gut aufeinander eingestellt. Salzburg hat eben nicht diese Situation vorgefunden, recht früh in Führung zu gehen, dass die Pressing-Momente von ihnen funktionieren. Und deswegen hat man es in dem Spiel über Standardsituationen versuchen müssen. Da wieder nächste Glanzparade von Kofler nach einem Ramaljo-Kopfball. In Wahrheit kann man schon sagen, hat dieses Spiel nicht WRC oder Wolfsberg gegen Salzburg geheißen, sondern Kofler gegen Salzburg, oder? Jetzt Wang nach einem tollen Pass wieder Kofler. Und ja, dann, das war quasi der Matchball für die Salzburger, oder?
Ja, da bleibt er lang stehen, Kofler, das macht er richtig gut. Er ist jetzt auch schon im fortgeschrittenen Alter und hat, ja, findet noch einmal zum Spätherbst, im Spätherbst seiner Karriere noch einmal zur Topform anscheinend. Und diese Partie ist 0-0 ausgegangen, wir haben keine Tore gesehen. Eigentlich untypisch für die Salzburger, weil das war das erste Spiel, wo sie kein Tor geschossen haben in dieser Meisterschaft. Möglichkeiten hätten sie gehabt, wie man gesehen hat. Aber Kofler hat seines dazu beigetragen, dass wir uns in dem Spiel über Nunui unterhalten müssen. Dacker hat erst in der zweiten Halbzeit gespielt, hat auch eine große Möglichkeit vergeben. Aber an diesem Kofler, an diesem Wahnsinnstypen, war an diesem Tag einfach kein Vorbeikommen, oder? Ferdinand Feldhofer hat nachher die Faust gemacht, hat sich gefreut über den Punkt. Macht man vielleicht auch nicht oft gegen Salzburg, oder? Ja, eben, zu Recht. Also wenn du 0-0 gegen Salzburg spielst, vor allem 0-0 spielst gegen Salzburg, da kannst du schon mal die Faust ballen. Und der Kofler hat ein überragendes Spiel gemacht. Er, finde ich, war sicherlich, also ist jetzt keine Neuigkeit, da braucht man keinen Experten, war sicherlich der Matchwinner. Und deswegen glaube ich, dass man beim WRC sehr zufrieden sein kann. Und mit ein bisschen Klick, weil sie haben auch Standardsituationen, einige Möglichkeiten gehabt, gewinnst dieses Spiel vielleicht sogar. Und ja, ist es dann ein gerechtes Unentschieden. Die Salzburger, dieses 0-0, glaubst du, war es für sie ein Rückschlag jetzt in dieser Meisterrunde? Sie sind immer noch Tabellenführer, haben jetzt 37 Punkte am Konto. Ist das für sie ein Rückschlag? Rapid kann jetzt mit einem Sieg herankommen, aber glaubst du, wird das irgendwie noch gefährlich für die Salzburger da oben? Naja, gefährlich ist schwierig. Ich glaube nicht, dass sie von dort vorne wegzubekommen sind. Das glaube ich einmal nicht, aber sie wissen natürlich auch, ich glaube, sie sind zumindest gewarnt. Sollte Rapid jetzt nachlegen, Rapid ist überragend in Form, beziehungsweise holt die nötigen Ergebnisse, um dran zu bleiben. Also richtig überragend nach der Corona-Pause. Und da sollten die Salzburger zumindest gewarnt sein, ja nicht schleifen zu lassen. Und so dieser Punkt sind für, aus Salzburger Sicht sicher zwei verlorene Punkte. Kommen wir kurz zum WRC. Die Wolfsberger, Vierter in der Tabelle. Dritter Platz noch möglich oder der fünfte Platz oder wird es ein vierter Platz? Was glaubst du, wie schätzt du die Möglichkeiten ein? Bleibt der Europacup-Platz oder kommt das Playoff? Oder? Ja, also die sind tatsächlich sowohl oben als auch unten. Es ist total schwierig, etwas vorherzusagen. Der WRC ist extrem solide, auch in seinen Ergebnissen und auch in seinen Leistungen immer wieder überraschend, wie sie ihre PS auf die Straße bringen. Jetzt dann doch wieder einen Trainerwechsel vollziehen müssen und es ist auch nicht ganz so einfach. Also es bleibt abzuwarten, wie sehr sie die Konstanz dann über die restliche Saison standhalten können. Kommen wir zum ersten Ex-Verein von dir, zu Rapid. Die Rapidler mussten nach Hartberg. Erstens einmal, glaube ich, keine leichte Aufgabe in Hartberg zu spielen. Zweitens, die Grün-Weißen haben zwar eine sehr starke Performance gehabt, vielleicht nicht spielerisch überzeugt, vielleicht auch mit den Torchancen sehr gut umgegangen, sehr viel Effizienz gezeigt vor dem Tor. Was schätzt du so die Rapid ein? Was können die noch erreichen? Glaubst du, werden sie Salzburg nochmal fordern können im Kampf um den Meistertitel? Dafür muss ein Dreier mal her in Hartberg. Das ist einmal fix. Genau, es ist jetzt kein leichtes Pflaster. Hartberg ist für mich so die, ja, vielleicht sogar die Mannschaft der Saison, also wie sie ja so wenig, so viel machen, also Kompliment von meiner Seite Richtung Trainerteam, Richtung Markus Schopp und Hartberg, also überragend, was sie in dieser Meisterschaft zeigen. Nicht nur in dieser, sondern auch in der vergangenen schon richtig, richtig großartig. Also Markus Schopp ist sicherlich ein Trainer, der bei den nächsten Großclubs dann am Zettel stehen sollte, also aus meiner Sicht. Für Rapid natürlich eine schwierige Aufgabe. Rapid hat es bislang relativ souverän gemeistert, haben bis auf die Auftaktniederlage gegen Salzburg alles gewonnen. Jetzt in Hartberg, sie zeigen sich als die Minimalisten der Liga, aber sie sind gut in Form. Und wenn jetzt bei Rapid dann auch noch dazu kommt, dass sie spielerisch noch weiter zulegen, dass sie noch mehr überzeugen und zusätzlich auch die Ergebnisse passen, dann glaube ich schon, dass Rapid dieses Unmögliche möglich machen kann und zumindest einen spannenden Titelkampf liefern kann. Was ja relativ schwer werden könnte, weil Didi Küber ja jede Woche umbauen muss, die Mannschaft. Also jetzt hat er wieder Ausfälle gehabt vor dem Hartberg-Spiel. Diese Verletztenliste wird immer länger vor dem Spiel. Knoflach angeschlagen, kann nicht spielen. Ljubicic hat nicht spielen können als Innenverteidiger. Dann wieder alles umbauen. Schwer für einen Trainer, oder? Obwohl er erfolgreich ist, muss er immer wieder was umbauen. Aber es klappt derzeit. Ja, man muss aber dazu sagen, dass die Dinge, die man bei Rapid umgebaut hat, dass die tatsächlich Volltreffer waren. Also beispielsweise Ljubicic als Innenverteidiger, als zentralen Innenverteidiger, das finde ich richtig, richtig lässig. Also erfüllt diese Aufgabe top. Und aus dieser Not ist eine Tugend entstanden. Viele junge Spieler, die enormes Potenzial haben, kriegen ihre Möglichkeiten, zu zeigen, was sie können. Zeigen sie auch. Also ich finde, dass alle Jungen, die reinkommen, immer wieder ihre Leistung auch zeigen. Und
so wird aus der Not eben meine Tugend. Und es ist zumindest nicht schlechter geworden. Also ich finde, dass die Kübauer zwar die Qual der Wahl hat, oder niemand die Qual der Wahl hat, aber die, die da sind, sind sehr, sehr gut und übernehmen diese Aufgabe und meistern sie mit Bravour. Schauen wir mal ins Match rein, weil da hat ein nächster Youngster seine Chance bekommen und das ist Gartler im Tor. Und der steht gleich zu Beginn im Mittelpunkt, der Stangenschuss, der Hartberger. Da hätte schon mal böse beginnen können für die Rapidler, oder? Ja, aber er bleibt lang stehen, er kommt raus und macht sich groß. Von daher war es nicht ganz so einfach. Sicher hat das Glück auf seiner Seite, aber er hat es gut gemacht. Ist ein richtig guter Torhüter. Also dann dieser Zusammenstoß, Arase, nächste Verletzte, ausgetauscht worden, Gehirnerschütterung. Also die Verletztenliste wird nicht kleiner, sondern sie wird länger. Die Rapidler haben ein bisschen gebraucht zu Beginn, aber dann sind sie in Fahrt gekommen. Hier das 1:0. Taxi fand das. Genau, ja, Halbraumflanke, Huber in der Mitte, Innenverteidiger von Hartberg. Nicht aktiv zum Ball gegangen? Ja, es ist schwierig, weil Taxi fand das in seinem Rücken ist zu Beginn und dann im letzten Moment nach vorne sticht. Und das macht er so, diese Blindside-Runs, das macht er überragend und Taxi fand das ist. Kübauer wurde zu Beginn kritisiert für diesen Transfer. Mittlerweile, glaube ich, lacht er sich ins Fäustchen, weil das wahrscheinlich einer der besten Transfers der letzten Jahre ist. Also richtig gelungen. Dann zweite Halbzeit schon die nächste Chance für die Rapidler, Svete am Posten. Das, was man sagen kann, Rapid ist in diesem Spiel ein bisschen fahrlässig mit den Torschuss umgegangen. Da Ercan Kara direkt auf Svete wieder. Da hätte man vielleicht früher schon den Sack zumachen müssen. Kitagawa trifft das leere Tor nicht. Didi Kübauer kann nicht mehr hinschauen und hat schon gehofft, dass der irgendwann abpfeift, der Schiedsrichter. Thorsten Schick, der Nächste. Also das 0:1 schmeichelt ein bisschen den Hartbergern, muss man sagen. Also Rapid, wenn da 2-3-0 ausgehen hätte können oder hätte müssen eigentlich, oder? Das Spiel beginnt mit einer Chance für Hartberg. Wenn sie da in Führung gehen, hätte Vary oder was wäre wenn. Aber dann war Rapid die deutlich bessere Mannschaft mit den klar besseren Tormöglichkeiten. Und da waren sie zum Teil unglücklich im Verwerten der Torschuss. Am Ende hat es gereicht und sie zeigen sich wieder mal als die Minimalisten. Wobei dieses Spiel spielerisch sicherlich ein absoluter Fortschritt war. Und in Hartberg einmal so zu dominieren, ist nicht ganz so einfach. Also Kompliment an Rapid. Das eine, sie haben einen hohen Preis bezahlt, wieder mal für diese 3 Punkte. Jetzt sind sie Salzburg nicht nur 2 Punkte nahe gerückt, sondern sie haben wieder einen hohen Preis bezahlen müssen, wieder 3 Verletzte. Jetzt sind Sonnleitner, Baratsch, Santo, Schobesberger, Wunsch, Murg, Dibon, Strebinger, Schuster und jetzt auch noch Arase, Fantas und Knoflach. Am Sonntag, glaube ich, muss Didi Kübauer seine Schuhe mitnehmen, oder? Oder hat er noch ein paar? Irgendwelche Hammern wird er schon daheim stehen haben. Also bin ja überzeugt, dass man da fit ist. Das kann ich nicht beurteilen, kann er noch helfen. Aber ja, bei Rapid hat man das Glück, eine hervorragende Akademie dahinter zu haben, eine Amateurmannschaft dahinter zu haben, wo einfach unglaublich talentierte Spieler nachkommen. Also es ist nicht ganz so ein großes Problem. Natürlich hätte Didi Kübauer gern seine Routiniers und seinen grundsätzlichen Kader zur Verfügung, aber bei Rapid braucht man sich keine Sorgen machen. Also es sind so viele talentierte Jungs unterwegs und die werden das, genauso wie in den letzten Spielen, werden sie das auch in den nächsten Spielen richtig gut machen. Egal ob Kreiml, Gattler, Velimirovic, Demic, Kara, wurscht wie sie heißen. Völlig wurscht. Sie passen dort rein und sie spielen am Sonntag wieder gegen Hartberg und sie können sich neu zeigen, oder? Sie können sie zeigen, wobei Vorsicht geboten ist, weil Marco Schopp ist ein absolutes Trainer-Schlitzohr, der seine Mannschaften immer überragend vorbereitet und kann man schon vorstellen, dass der Marco sie für Rapid ganz was Spezielles einfallen lässt und das ist ihm immer wieder gelungen, auch in dieser Meisterschaft den Gegner zu überraschen und das ist etwas, was man sehr, sehr taugt an ihm. Eine Frage habe ich noch zu Rapid. Vor der Meisterschaft hat man immer gesagt, die Doppelbelastung, die wird ein Wahnsinn werden für die Spieler, es wird Verletzte geben. Jetzt, wenn man sich das anschaut bei Rapid, diese Verletztenliste, ist das dadurch geschuldet oder glaubst du eher, bei Arage jetzt dieser Zusammenstoß mit dem Kopf kann man jetzt nicht dem schulden, aber Fantas hat sich gegriffen auf die Wade, die er zugemacht, der Nächste hat Achillessehnenprobleme und, und. Ist das die Belastung? Ja, man muss bei Verletzungen grundsätzlich, Entschuldigung, dass ich das auch so ein bisschen unterscheiden zwischen eben diesen Unfällen, wie bei Arase, da kann keiner was dafür, da kann man auch die Trainingssteuerung nicht verantwortlich dafür machen und gerade bei Rapid sind ja auch absolute Fachleute, was die Trainingssteuerung betrifft, am Werk. Was man schon dazu sagen kann, dass diese Corona-Pause uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat, was die Trainingsplanung und die Trainingssteuerung betrifft und ich glaube, dass da schon auch jetzt durch die Vielzahl an Spielen in kürzester Zeit, dass das einfach die Spieler vor schwierige Aufstellungen sind, dass sie an ihre Grenzen stoßen, körperlich. Also mehr Rotation wäre wahrscheinlich angebracht. Bei Rapid ist es aber sehr, sehr schwierig, weil natürlich... Er rotiert? Ja, er rotiert ungewollt. Ich glaube, er würde gern weniger rotieren. Aber natürlich, ich würde jetzt gar nicht gescheiter herreden, weil es eine extreme Herausforderung ist, das Training richtig zu steuern und Verletzungen vorzubeugen. Und das bei Rapid kommt natürlich auch jede Menge Pech dazu. Aber
nochmal, ich wiederhole mich gerne, aus dieser Not wird eine absolute Tugend. Und die Ergebnisse stimmen. Seit langem wieder einmal, nicht? Obwohl aus dieser Not eine Tugend gemacht wird. Ein Spiel hat es noch gegeben in diesem Meister-Playoff, LASK gegen Sturm Graz. Die beiden krisengebeutelten Clubs, kann man so sagen, bei denen keine Ruhe einkehren will. Egal, ob das jetzt schlechte Ergebnisse waren oder quasi diese Geschichte des LASK davor. Ein Punkt hat der LASK jetzt gemacht. Der Sturm hat jetzt bis auf die letzte Runde gegen Hartberg den Dreier noch keinen gemacht. Diese Unruhe, wirkt sich die auf die Leistung auch am Feld aus? Diese Unruhe, die beide Clubs in sich haben, jetzt auch mit dem Trainer bei Sturm oder eben mit den Trainings und alles beim LASK? Also bei Sturm traue ich mich da kein Urteil abzugeben. Beim LASK definitiv. Also in den Köpfen der Spielen einfach extrem schwierig, was sich da jetzt verankert. Der Punkteabzug, man war Tabellenführer, jetzt ist man mehr oder weniger. Wobei man den Einspruch abwarten muss, jetzt ist man so ein bisschen im Niemandsland. Das nagt schon. Das nagt Niemandsland. Schon. Ja, es ist, ja, man hat, ja, ich glaube, wir waren alle froh, endlich einmal einen spannenden Titelkampf in Österreich wieder zu erleben. Die Salzburger wieder zu fordern, dass die Salzburger wieder mal gefordert werden. Und das ist jetzt irgendwo zunichte gemacht. Wie gesagt, man muss abwarten. Und der Umgang mit dem LASK, ja, sie haben sicher einen Blödsinn gemacht. Das wissen sie selber auch. Aber so diese Schadenfreude, mit der kann ich mich jetzt nicht ganz anfreunden, weil davor haben sie überragende Leistungen gezeigt. Und ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen in dem Sonnenlicht irgendwo gezeigt, gegen Manchester United Europa League Gruppenphase gewonnen. Also die Leistungen waren richtig top. Und ich finde, dem sollte man ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenbringen und nicht so sehr in Richtung HH mit dem Finger zu zeigen auf den LASK, der hervorragende Leistungen in dieser Saison gezeigt hat. 6 Punkte sind ihnen abgezogen worden. Du hast vorher schon gesagt, ich glaube, vielleicht bekommen sie sogar etwas zurück, oder? Kann das sein? Glaubst du das? Ich bin zu wenig im Detail, aber grundsätzlich geht es um ein Gentleman Agreement, um einen Verstoß im Gentleman Agreement. Und das so hart zu ahnden, nämlich 6 Punkte abzuziehen, das erscheint mir aus heutiger Sicht ein bisschen gar viel. Vor allem haben sie die Punkte schon gemacht. Ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die es entscheiden müssen, irgendwo den richtigen Nenner, einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist schwierig, weil es gibt da genug Leute, die sagen, es ist viel zu wenig, 6 Punkte und 75.000 Euro Geldstrafe. Ich denke mal, es ist eine Spur zu viel, aber die richtigen Leute werden sich darüber Gedanken machen. Ich selber, also eine persönliche Meinung von mir, glaube, dass sie einen Teil dieser Punkte zurückbekommen. Tommy Flögel hat gesagt, kein Punkteabzug, dafür eine viel höhere Geldstrafe. Wie zum Beispiel die ersten Einnahmen vom Europacup-Spiel werden gespendet an Unterhaus-Fußball. Ja, sowas finde ich sowieso, also da bin ich beim Tommy, sowas finde ich sowieso. Aber kein Punkteabzug, das war für immer mal das Wichtigste, dafür eine sehr hohe Geldstrafe. Ja, Geldstrafe und in Form von Spenden. Also es gibt genug Leute, die das Geld brauchen können. Dem LASK, glaube ich, hätte doch ein bisschen was auf der Seite, womit man einfach was Sinnvolles anfangen kann. Und dann Spenden, da bin ich voll beim Tommy. Punkte zurück, noch mehr Geld in die Kassen derer spülen, die es brauchen. Und wir hätten eine spannende Meisterschaft, aber kommen wir zum Spiel. LASK gegen Sturm, vielleicht geht ja der Knopf auf den Linzern oder den Grazern, wir wissen es nicht. Wir schauen einmal rein in die Partie. Und die erste Möglichkeit haben gleich die Heimischen, Michael, mit dem Pass auf Hussein Balic. Der prüft gleich einmal Siebenhandel. Ja, super Zuspiel von Petz auf Hussein Balic, der mit seiner Geschwindigkeit, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, eine passend zeit genau das Gleiche. Nächste. Einer der Stärken vom LASK, Standardsituation, Trauner ist jetzt nichts Neues. Super Zuspiel. Ja, dann ist es zum ersten Mal soweit. Ist aber auch ein Produkt des LASK oder das Spiel des LASK, weil sie einfach eine enorme Strafraumpräsenz haben. Und dann natürlich Fehler von Hierländer, der den Ball besser klären muss. Aber durch diese enorme Strafraumpräsenz haben sie ja oft diese zweiten Bälle im Strafraum. Ja. Toller Weitschuss. Dann einmal so weit vorne mit einem super Weitschuss. Aber dann mal immer per Kopf, dieses Mal mit einem Weitschuss. Dann wieder diese Besetzung im Strafraum. Es ist wieder einer da, der abstaubt, zweites Tor. Nach 24 Minuten Frieser, wieder Parade von Siebenhandel. Aber Sturm war präsent im 16er. Sie waren auch jetzt, Überzahl. Auch bei diesem Einwurf, wieder sehr präsent im Strafraum. Aber ja, die innere Linie ist das Geheimnis bei Strafraumverteidigung. Und das ist der Outentwurf vom LASK, also dieser sogenannte Tower, der ist wahnsinnig schwierig zu verteidigen. Also du kannst nur so viele Leute einstellen, der Ball fliegt dort einmal runter. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Despotov hier. Der wenigen Sturmchancen in diesem Spiel. Genau. Ungewohnt, Despotov, den ich für einen herausragenden Spieler halte, fast ein bisschen stümperhaft. Klaus hingegen. Macht es dann ein bisschen schöner, oder? Brasilianisch. Das ist das Gegenteil. Obwohl der Pflug da vorne im Angriff des LASK, ja. Er schaut nicht aus, aber er ist ein toller Spieler. Also er hat schon sehr, sehr oft seine Qualitäten unter Beweis gestellt und das Tor ist herausragend. Aber Friseur und Bartschneider dürfen die ungefähr den gleichen haben, oder? Ja, wir reden uns da immer zusammen. Ja, geht es zum gleichen, oder was?
Können wir von dir auch mal so ein Fallrückzieher sein? Oder? Einmal. Ja, so ist das halt. Ja, der LASK gewinnt also 4-0. War das so ein bisschen wieder so ein Knopföffner, so ein Durchatmen? Wir sind da, wir können mit uns rechnen, wenn der Senat uns die Punkte wieder zurückgibt? Ja, vor allem die Art und Weise des LASK war beeindruckend. Also die Pressing-Momente haben wieder viel besser funktioniert. Sie waren sehr, sehr giftig in ihrer Zweikampfführung, haben sehr viel Ballgewinne gehabt. Spiel nach vorne, Umschaltmomente, die sie ja so auszeichnen, waren wieder gegeben. Also das war schon der LASK, der uns ein bisschen an das erinnert hat, was sie in der Hinrunde gezeigt haben. Kommen wir ganz, ganz, ganz kurz. Europa League, Champions League, wir wissen, wir haben jetzt da auch in der Kronenzeitung, in der heutigen steht das natürlich drinnen, wann wer einsteigt, der Meister in Österreich steigt, wahrscheinlich Salzburg oder halt jemand anderer dann in die Qualifikation ein, genauso in der Europa League. Zweiter Platz, Champions League Quali oder eher dritter Platz, Gruppenphase Europa League? ich sage es diplomatisch, also der dritte Platz ist in diesem Jahr kein Beinbruch. Ja, man steigt direkt in die Gruppenphase Europa League ein. Als Zweiter musst du doch noch einige Runden in der zwei Quali-Runden überstehen. Also das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz ist es halt der Wettkampf in einer Liga und ich glaube, es strebt jeder danach, das Höchste zu erreichen. Und somit ist natürlich die absolute Zielsetzung Platz 1 für Rapid. Sofern es Punkte zurückgeben für den LASK, auch nochmal vielleicht das Thema Meisterthema. Also wir haben eine spannende Liga. Eine spannende Liga, weil sie ist nicht nur oben spannend, sie ist auch unten spannend. Kommen wir zur Qualifikationsgruppe und zu den unteren 6 Vereinen der Bundesliga. Altach matcht sich da mit der Austria um die Tabellenführung. Die Altacher müssen zum nächsten Ex-Club von dir, zu der Admira. Die Trauben hängen dort meistens hoch für die Vorarlberger, gibt es nichts zum Gewinnen bei der Admira. Die kämpfen wiederum um den Klassenerhalt mit Mattersburg, den St. Pöltenern und Wattens Tirol. Genau. Schwer, oder? Admira ist das gewohnt, kann man sagen. War in den letzten Jahren auch schon immer so. Aber wird ein schwieriges Spiel, oder? Daheim gegen Altach. Ja, die Altacher haben in der Rückrunde, also seit Beginn nach Corona, wieder wirklich tolle Leistungen gezeigt und sind zu Recht dort, wo sie jetzt stehen. Bei der Admira ist es immer so, der große Vorteil im Abstiegskampf, wenn sie sich denn dort befinden, ist, dass sie es einfach kennen und dass sie einen Umgang damit immer wieder finden. Also ich bin überzeugt, dass die Admiraner auch am Schluss wieder zumindest einen hinter sich lassen. Zumindest würde ich mir das wünschen. Das letzte Spiel vor der Corona-Pause, Admira Altach 2-0. Ich glaube, das würde sich Ernst Baumeister und Solo-Trainer Solo auch gerne wünschen, oder? Schauen wir uns einmal rein in das Spiel. Die Admira empfängt also Altach und die erste Möglichkeit haben die Vorarlberger, Gebauer. Ganz alleine da. Sprinterkette Gebauer, ja. Strafraum. Leiter wäre zur Stelle gewesen. Wieder Gebauer, diesmal passt er. Kurzes Kreuzig, 1-0. Ja, aber wir haben es in allen anderen Spielen auch schon gesehen. Die Strafraumverteidigung ist extrem schwierig. Das kurze Kreuz ist natürlich ein willkommener, ein sehr gern anvisiertes Ziel. Der Leiter war einfach zu scharf. Die Altacher dann mit der nächsten Möglichkeit. Dann die Admira schlägt zurück. Der Tormann, der Altacher, ja, mit einem Ausflug und Pavelic mit dem Ausgleich. Ja, also das Tor, Pavelic steht dort, wo man stehen muss, reagiert er sehr schnell, aber Kobras ist natürlich in seiner Faustabwehr völlig unzureichend. Das muss man besser klären. Aber ja, er ist mutiger, versucht in den Ball reinzugehen, aber in dem Fall war es natürlich ein Torwartfehler. In der zweiten Halbzeit dann die Admira besser, nächster Torschuss. Für die Südstädter dann Jimmy Hoffer eingewechselt. Und schauen wir uns diese Szene an, Kobras, faul oder nicht faul? Jimmy Hoffer macht das da ganz gescheit, glaube ich, aber er... Er macht es extrem schlau, Kontakt war da. Das heißt, jeder Videoassistent hätte wahrscheinlich einen Elfmeter gegeben. Oder der war dann tatsächlich gar nicht gut geschossen. Also flach in die Mitte, dem Tor hätte er nur die Möglichkeit mit... Verschossen leider. Im Abstiegskampf doppelt bitter und die letzte Chance, Markus Pink wird auch vergeben. Das tut natürlich weh, oder? Wenn man einen Elfmeter verschießt bei 1-1, man gewinnt vielleicht 2-1, man weiß es ja nicht, aber es wäre vielleicht ein 2-1 geworden für die Admira. 2 Punkte mehr im Abschiedskampf, die hätten schon gut getan, oder? Absolut, wäre so ein kleiner Befreiungsschlag gewesen, aber es bleibt nichtsdestotrotz, es bleibt wahnsinnig spannend und die Admiraner, hoffentlich, man hat das Gefühl, sie kommen ein bisschen in die Gänge und ich würde mir wünschen, dass in den nächsten Spielen auch die Ergebnisse dann passen. Altach nur einen Punkt, somit kann die Austria nachlegen und zu dem Spiel kommen wir jetzt. Die Austria, WSG Tirol haben sie empfangen, die Veilchen. Angstgegner.
Es ist kein Angstgegner, es ist ein Nicht-Lieblingsgegner, hat die Austria das genannt. Formuliert. Also es ist kein Angstgegner, es ist ein Nicht-Lieblingsgegner. Okay. Drei Spiele, drei Niederlagen, zwei in der Meisterschaft, eine im Cup. Und jetzt das vierte Duell. Die Austria also unter Zugzwang ein bisschen, weil sie wollen Tabellenführer werden. Und das können sie mit einem Sieg. Schauen wir rein ins Spiel gegen Wartens. Und normalerweise fängt immer Wartens mit einem Paukenschlag an. Hier abseits Jeboa, ganz knappe Entscheidung. Und die Austria macht es dann besser. Grünwald 1-0 und wieder die Verteidigung. Genau. Wir unterhalten Strafraumverteidigung ist ein Wahnsinn. In jedem Spiel über die gleichen Themen. Es geht auch wieder um Strafraumverteidigung, Innenverteidiger. Hier, nächste Szene. Fietz ganz alleine, 11 Meter. Überzahl, Punkt. Rückraum schlecht gesichert. Ja. Aber die Austria hat halt nicht das Tor gemacht. Dann Jeboa mit dem Lattenkopfball, Meierhofer setzt nach, Tor. Er hat sich aufgeregt, in England pfeifen sie das nicht als Foul ab. Stimmt, aber es war abseits. Auch bei uns nicht. Bei uns haben sie es auch nicht abgepfiffen als Foul, aber er ist halt im Abseits gestanden und daher zählt der Treffer nicht. Jeboa bärenstark gewesen, kaum zu halten, wie man auch hier sieht, gegen Dzeko, gegen zwei. Und dann wieder der Major im Abseits, kann es nicht glauben. Ja. Ja, Silberberger, Gott sei Dank, noch nicht ganz so fit, sonst wäre er da aufgesprungen. Und hat man sich übrigens aufgeregt, warum er kein Vorteil spielen hat lassen, der Schiedsrichter. Dann Ebner könnte hier aufs Tor köpfeln, hat es nicht getan, lieber aufgespielt. Nächste gute Chance vorbei, Madl, Kopfball auch vorbei. Also die Austria hatte viele Chancen und dass es nur 1-0 steht gegen Wartens, waren sie selber schuld. Und dann hätten sie fast gegen Ende Jeboa wieder ein Tor bekommen. Genau, aber Jeboa rutscht ein bisschen weg. Rutscht weg, kurz vorm Abschluss. Ja. Am Schluss dann diese Situation. Alain Kias zeigt Jeboa rot. Überzogen oder nicht, Ole? Nein, es gibt auf jeden Fall. Hier tritt er nicht hin, er steigt drüber. Also ganz am Schluss tritt er nicht hin. Zu Beginn gibt es ein bisschen eine Bewegung seines Beines gegen den Körper. Ich würde es als hochemotionale Aktion mit Gelb bewerten, aber ich glaube, dass Rot durchaus auch seine Berechtigung hat. Ich finde es trotzdem in einer emotionalen Partie ein bisschen überzogen. Aber wir sprechen definitiv nicht von einer Fehlentscheidung. Wäre der junge Mann einer für die Austria zum Beispiel oder für Rapid, Jeboa? Oder vielleicht für einen anderen Top-Club in Österreich? Also zumindest macht er Werbung für sich selbst, der extrem dynamisch, torgefährlich dann trotzdem auch wieder, auch wenn er das heute nicht so unter Beweis gestellt hat. Und ich bin auch überzeugt, dass er schon auf dem einen oder anderen Zettel eines größeren Clubs in Österreich steht. Man kann ja sagen, der Name bückt für Qualität, oder? Das kann man so sagen, wenn man den Papa kennt. So ist es. Meierhofer nach dem Spiel übrigens eine Aussage getätigt wieder, so kennen wir den Major nicht, die Austria ist zu Recht in der Qualifikationsgruppe. Ist bei der Austria nicht ganz gut angekommen. Komisch. Komisch, ne? Aber ja. Aber sie haben halt 1-0 gewonnen, der Major fährt ohne Punkte heim und ist mittendrin im Abstiegskampf nicht nur dabei, ne? Wie man so schön sagen kann. Die Tiroler, jetzt wird es ja ganz spannend. Die Admira, die Tiroler, die St. Pöltener, die Mattersburger. Wer ist für dich so ein Kandidat, wo du sagst, mein St. Pölten und Admira wissen wir, sind deine Ex-Vereine, bleibt eigentlich nur Mattersburg und Tirol über, oder? Also wer von den beiden wird es treffen? Es ist extrem schwierig, ich habe irgendwie zu jedem Verein einen Bezug, also St. Pölten, Admira, irgendwo meine Ex-Clubs, also denen wünsche ich es auf gar keinen Fall. Bei Wartens Silberberger, mit dem habe ich die Trainerausbildung gemacht, das ist ein super Kollege. Und, ich hätte eher da auf Swarovski getippt, auf Bling Bling. Und ach so, nein, um Gottes Willen. Und bei Mattersburg Bernd Eibl, einer meiner besten Freunde als Videoanalyst tätig. Also nein, das macht euch schon schön selber aus, ich wünsche euch alles Gute in der Meisterschaft und ich wünsche keinem Abstieg. Den Abstieg, aber einen wird es erwischen und für denjenigen tut es mir dann sehr leid. Letztes Spiel in dieser Runde, St. Pölten gegen Mattersburg. Und auch in diesem Spiel ist quasi wie ein 6-Punkte-Spiel für beide Mannschaften. Verlieren verboten. Schauen wir rein in die Partie. Gerne. St. Pölten gegen die Mattersburger und schauen wir mal, was passiert so. Ist Halper, erster Fehlpass und die St. Pöltener, herrlicher Pass. Und dann wieder Kuster. Haben wir gesagt, die Torleute in Überform in dieser Runde. Ja, wobei, wenn wir vergleichen, Kuster ist sehr, sehr früh am Boden gewesen in der Situation. Das kann man sehen. Es geht dann recht früh runter. Wobei, überragend, Winkelspiel. Da hätte man dann schon mal versuchen können, ihn einmal zu lupfen. Aber ja, der Pass war hervorragend. Dann Meister auf den Torschützen, auf Alain Lima Karius. Kein Abseits, wie man sieht. Aber auch hier, ja. Ja, schwierig. Die erste Stange kehrt wie sie so schon sagen, mit dem Leben verteidigt. So ist es. Da darf kein Ball durch. Und wenn er durch ist, ist es einfach brandgefährlich. Und das haben sie gut genutzt. Die St. Pöltener führen also. Die Mattersburger schlagen nach. Busic. Riegler, aber wieder. Ja. Ganz alleine zum Kopfball gekommen. Ja, Spielrichtung ändert sich zweimal in der Situation. Bernd Eibler, Videoanalyst, versucht sein Bestes offensichtlich. Ja, es also, ist eine schwierige Situation gewesen. Gelb-Rote ist auch wieder so eine Geschichte. Schaut am Ball, ja. Ja, also,
überhaupt aber keine Intention, irgendwo den Gegner zu treffen. Harte Entscheidung für Berg, ja. Gelb-Rot und dann die Mattersburger. Mit der nächsten Chance Busic und ja. Dann, das ist so wie wir den Riga kennen. Klassischer oder? Regler auf der Linie. Bernd Stark, fast gefangen, oder? Wie, ja, das ist wie Bruce Grobbelaar in seiner Glanzzeit. Ja. Dann wieder Kuster. Spitzer Winkel, Kuster, gut gemacht, da kann nicht viel passieren. Wieder ein Spiel der Torhüter. Wieder ein Spiel der Torhüter, so ist es. Die St. Pöltener am Schluss, der Sieger. 1:0, 3 Punkte. Ja, verdient. Bleib in Niederösterreich. Die Mattersburger von Ohnehem. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, die Admira, wir haben hier die Kronenzeitung liegen bei uns. St. Pölten 3. 15, Tirol, Mattersburg 14, die Admira 13. 5 Runden sind noch zu spielen, nach dem ersten Durchgang quasi in dieser Quali-Gruppe. Puh. Alles möglich, es ist alles offen. Also bis auf die ersten beiden, glaube ich, die Plätze sind vergeben. Bei St. Pölten muss man einfach sagen, dass das Momentum irgendwo auf ihrer Seite ist. Also unter Ibertsberger gab es, glaube ich, erst eine Niederlage. Ansonsten sehr erfolgreich in dieser Gruppe. Also die scheiden aufgrund der Formkurve für mich fast ein bisschen aus und scheinen sich da wirklich gefestigt zu haben. Zwischen Tirol, Mattersburg und Admira bahnt sich da ein Dreikampf an. Ja, es ist spannend und es bleibt spannend. Wir dürfen also gespannt sein. Am Wochenende gibt es ja die Rückspiele. Mhm. Dann spielen die Mannschaften, die jetzt zu Hause gespielt haben, auswärts und die auswärts daheim. Da gibt es dann wieder dieses Duell Mattersburg-St. Pölten und auch die Admira dann in Altach. Olli, ich kann nur sagen, danke, dass du hier warst bei uns in der Bundesliga-Sendung von Krone.tv. Hat Spaß gemacht mit dir wieder natürlich. Wann sehen wir dich wieder in der Bundesliga? Das ist leider nicht nur meine Entscheidung. Okay. Oder mit Dreiskirchen mal vielleicht aufsteigen. Oh, das ist noch ein weiter Weg. Also schauen wir mal, dass wir uns in der Regionalliga festigen. In der dritten Liga, die übrigens auch bei uns zu sehen ist immer wieder. Wir haben ja eine Montag- und eine Donnerstagssendung bei uns auf krone.tv. Mit der dritten Liga, bei uns Fußball pur natürlich. So soll es auch sein, oder? Gott sei Dank wieder. Und hoffentlich bald mit Zuschauern. Das ist wünschenswert, das war tatsächlich richtig cool. Vielleicht ja bald. Ich darf mich bei Ihnen natürlich bedanken beim Zuschauen. Bei dir dafür bedanken, dass du hier warst, dass du das mit mir ein bisschen analysiert hast. Und wir freuen uns schon auf die 28. Runde in der Bundesliga. Und die gibt es natürlich wieder am Montag bei uns hier auf krone.tv. Auf Wiedersehen.